Hallo und willkommen wieder auf dem Kanal. Nach unserer Tour durch die historischen Dörfer besuchen wir heute Coimbra, eine der wichtigsten Städte Portugals, die in der Vergangenheit die Hauptstadt des portugiesischen Königreichs war. Anschließend fahren wir nach Batalha, wo wir sein kostbares Kloster besuchen werden, das als eines der sieben Wunder Portugals gewählt wurde. Und wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, es zu mögen, sich anzumelden und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie wissen, wenn wir ein neues Video hochladen. Coimbra, mit 150.000 Einwohnern, ist eine der wichtigsten Städte Portugals und berühmt für seine renommierte Universität, eine der ältesten in Europa. Was den Parkplatz betrifft, haben Sie kein Problem, da Sie neben dem Fluss einen großen und kostenlosen Parkplatz finden, von dem aus Sie den Fluss durchqueren und in einem kurzen Spaziergang in die historische Stadt kommen. Mehrere archäologische Strukturen wie das römische Aquädukt datieren die Geburt von Coimbra in der römischen Zeit und wurden zwischen 1131 und 1255, Hauptstadt des Königreichs Portugal, und 1537 wurde seine berühmte Universität gegründet. Wir beginnen den Besuch, indem wir den Mondego-Fluss über die Fußgängerbrücke Pedro Eines durchqueren, die uns in die Bikeserzone führt, eine der beiden Bereiche, in denen die Stadt geteilt ist. Dieses Gebiet befindet sich am Ufer des Flusses, und es ist, wo die meisten Einrichtungen und Cafés, die Einkaufszone und mit mehr Atmosphäre. Wir begannen, in das andere Gebiet zu steigen, in die hohe Zone, wo sich die meisten Denkmäler der Stadt befinden. Für den Aufstieg, wenn Sie sich stark finden, finden Sie einige Abkürzungen in Form von steilen Treppen, die Sie allmählich an Höhe gewinnen und einen breiteren Blick auf die Stadt haben. Anschließend erreichen Sie den Botanischen Garten, in den Sie kostenlos einreisen können. Es ist nicht der schönste botanische Garten, den wir je gesehen haben, mehr wie ein großer Park hinter der Universität, aber dennoch einen Besuch wert. Dieser grüne Raum, der eine Fläche von etwa 13 Hektar einnimmt, befindet sich auf einem Gelände, das von den Benediktinerfrauen gespendet wurde, und die Gärten wurden 1773 vom Marquis de Pombal gegründet, der für den Aspekt der modernen Lissabon verantwortlich ist. Der Garten ist in verschiedenen Treppen, Ebenen und Straßen verteilt, in denen der Wald von exotischen Bäumen und Bambus zwei Drittel der gesamten Fläche einnimmt. Es verfügt über ein großes Gewächshaus, das aus dem Jahr 1859 stammt und eines der ältesten Eisenarchitekturgebäude in Portugal ist. Es lohnt sich, es zu besuchen, durch seine bewaldeten Straßen zu spazieren und verschiedene Plätze und Quellen zu genießen. Der Haupteingang zum Botanischen Park ist durch das Aquädukt von San Sebastian, das im 16. Jahrhundert erbaut wurde, nach dem Treck auf den Überresten des alten römischen Aquäukels. Wir kamen zur berühmten Universität von Coimbra, insbesondere zum Don Dinis Platz, wo sich früher das Schloss von Coimbra befand, das hier zum Bau eines astronomischen Observatoriums zerstört wurde, das schließlich an einem anderen Ort gebaut wurde. In der Nähe befindet sich das Chemische Labor, ein schönes Gebäude aus dem Jahr 1775, dessen Innenraum das Wissenschaftsmuseum der Universität Coimbra beherbergt. Gegenüber dem Chemischen Labor befindet sich das Collegium Jesu, das 1542 von der Gesellschaft Jesu gegründet wurde und dessen Zweck es war, Missionare für alle von den Portugiesen entdeckten und eroberten Gebiete vorzubereiten. Auf einer der Seiten dieser Schule befindet sich die neue Kathedrale.
Mit der Ausweisung Portugals aus der Gesellschaft Jesu im Jahr 1759 wurden die Besitztümer des Kollegiums an die Universität übergeben, und die Kirche ging in die Kategorie Kathedrale, die neue Kathedrale von Coimbra im Jahr 1772. Die Fassade zeichnet sich durch die Mischung aus Stil, manieristisch im unteren Teil und barocken im oberen Teil, Stil, der auch im Innenraum, im Hauptaltar und in den Seitenkapellen hervorhebt. Neben der Kathedrale befindet sich das Nationalmuseum Machado de Castro, das sich im ehemaligen Bischofspalast befindet und in ein Kunstmuseum umgewandelt wurde. Und wir kamen zum berühmtesten Ort der Universität von Coimbra, dem sogenannten Palast der Schulen, zu dem wir durch die Eisenbahntor zugreifen, die der alte Eingang des Königspalastes war. Wenn wir die Tür überqueren, finden wir einen Innenhof, in dem sich die Statue des Königs João III erhebt, umgeben von Fassaden von berühmten Gebäuden wie der Joanina Bibliothek, dem Turm der Uhr, der Kapelle von San Miguel oder der Sala dos Capelos. Der Turm der Uhr, auf den man steigen kann, wurde im 18. Jahrhundert erbaut und hat 4 Uhren und 4 Glocken, die früher das akademische Leben regierten. Die Sala dos Capelos ist der alte Thronsaal, der im 17. Jahrhundert angepasst wurde, um die wichtigsten Akte des akademischen Lebens zu empfangen, wie die Eröffnung des Kurses, Doktorarbeit, Investitionen von Doktoren oder Besitznahme von Rektoren. Die Kapelle von San Miguel, aus dem 12. Jahrhundert, ist das alte Oratorium des königlichen Palastes, das Gegenstand wichtiger Reformen der Erweiterung während der Manuel-Periode war. Obwohl vielleicht das wichtigste Denkmal des gesamten Ensembles die Joanine Bibliothek ist, so genannt, weil dieses Werk in der Herrschaft von João V., der König Magánimo, durchgeführt wurde, dessen großes Porträt den Hintergrund der Bibliothek einnimmt. Es ist eine der berühmtesten Barockbibliotheken in ganz Europa und versammelt einen literarischen Schatz von unschätzbarem Wert, der auf Regalen aus exotischem Holz untergebracht ist. Wir verließen die Universität und begannen, die alte Kathedrale zu finden, die im 12. Jahrhundert in romanischen Stilen erbaut wurde und die einzige Kirche ist, die die Periode der Reconquista überlebt hat, wobei sich im Außenbereich das Aussehen eines Schlosses mit Gewürzen und im Inneren ein elegantes gotisches Kloster hervorhebt. Wir gehen weiter nach unten in die Mitte, und zwischen den Gassen finden wir das Haus von Supripas, einen alten Verteidigungsturm der Stadtmauer, der im 16. Jahrhundert als Residenz angepasst wurde und im Außenbereich seinen schönen Eingang im Manuel-Stil und die Fenster im Renaissance-Style hervorhebt. Nach unten auf einer steilen Straße finden wir die Tricana de Coimbra, eine Bronzestatue, die an die Frauen von Coimbra aus dem späten 19. Jahrhundert erinnert, die mit einem Gesang bis nach Mondego-Fluss herabstiegen, um Wasser zu sammeln, und die in der portugiesischen Literatur und besonders in den Fados sehr präsent war. Neben dem Turm befinden sich der Turm und der Bogen von Almedina, die Haupteingangstür zu den Innenmauern der Stadt Coimbra, deren Fundamente aus der Zeit der islamischen Besatzung stammen und Teil der gesamten Türen und Türme der fast 2 Kilometer langen Mauer Coimbras sind. Ganz in der Nähe befindet sich der Bogen da Barbacana, erbaut, um die Verteidigung der Stadt zu stärken, und durch die wir aus dem alten Mauerwerk verlassen. Ein bisschen weiter unten finden wir den Handelsplatz, einen wenig überfüllten und schönen Platz mit einigen der Fassaden der Gebäude, die mit Fliesen geschmückt sind.
An einem der Enden des Platzes befindet sich die Kirche von Santiago, eine romanische Konstruktion aus dem späten 12. Jahrhundert, die die Pilger aufnahm, die den Weg von Santiago durchführten, und auf der Seite eine Dekoration von Schalen zeigte, die auf den Heiligen hinweisen. Und so langsam kommen wir an den Ufer des Flusses, bis zu einem kleinen, aber schönen Platz, geführt von einer Statue zu Ehren des Politikers Joaquín Antonio de Aguilar, in der die Fassaden des Hotels Astoria und der Bank von Portugal hervorheben. Und neben der Quelle von Coimbra, die zwischen der Santa Clara Brücke und der Peter und Ines Brücke liegt, beenden wir unseren Besuch in Coimbra, wo wir trotz der Wetterlage diese schöne Stadt genießen konnten. Batalha, die etwa 15.000 Einwohner hat, ist berühmt vor allem für sein großes Kloster, das als eines der sieben Wunder Portugals gilt. Was Parking betrifft, haben sie kein Problem, da sie über einen großen und kostenlosen Parkplatz verfügen, auch für Autokarawanen, und sie befinden sich neben dem Kloster. Wie wir sagen, ist die Schlacht vor allem für ihr Kloster berühmt, und die Villa wurde von König Joaquín I. zusammen mit dem Kloster gegründet, um der göttlichen Hilfe zu danken, die er bei dem Sieg bei der Schlacht von Aljubarrota am 14. August 1385 gegen die Spanier gewährte. Das Kloster wird offiziell Santa Maria da Vitória Kloster genannt und gilt als eines der sieben Wunder Portugals und ist außerdem zum Erbe der Menschheit erklärt. Das Kloster dauerte zwei Jahrhunderte, vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, während der Herrschaft von sieben Monarchen und durch die 15 Architekten, und trotz der Imposanten des Gebäudes, wurde nie fertig. Im gotischen Stil erbaut, auf der Hauptfassade, zeigt sich das Eingangsportikum mit 78 Skulpturen im Zusammenhang mit dem Alten Testament und in seinem oberen Teil mit einer Szene der Krönung der Jungfrau sowie den Schildern von Johannes I. und Philippa von Lancaster. Im Inneren war die Kirche das erste Gebäude, überraschend von der imposanten zentralen Schleife mit sehr hohen Säulen und den farbenfrohen 66 Gläsern, die dem Ganzen ein besonderes Licht verleihen. Auf der rechten Seite des Eingangs befindet sich die Kapelle des Gründers, eines der wichtigsten Gebäude des Klosters. Diese quadratische und zentralen Gebäude, mit schönen Gläsern geschmückt, beherbergt im Zentrum das Grab von Don Juan I. und seiner englischen Frau, Philippa von Lancaster, deren Ehe im Jahr 1387 eine starke Allianz zwischen Portugal und England bedeutete. In der Südwand der Kapelle befinden sich die Gräber ihrer vier Söhne, Pedro, Juan, Fernando und des berühmten Heinrichs der Seefahrer, obwohl die Grabsteine von französischen Soldaten 1810 entweiht wurden, genauso wie die des Klosters Alcobasca. Im Kloster können wir neben zwei schönen Klaustern genießen. Der erste zu besuchen ist das Kloster von Don Juan I., genannt Königskloster, in gotischem Stil mit manuellen Details gebaut, Stil, der vor allem in der ausgearbeiteten Stein von den Bogen geschnitten zu sehen ist.
Neben diesem Kloster befindet sich die Sala do Capitulo, die im 15. Jahrhundert erbaut wurde und mit einem schönen Glasgarten aus dem 16. Jahrhundert geschmückt wurde, und dessen riesige aufgehängte Boulevard als so gefährlich erachtet wurde, dass für seinen Bau nur Todesgefangene eingesetzt wurden. Seit 1924 beherbergt das Grab des unbekannten Soldaten, das von einer ständigen Ehrenwache bewacht wird, das Grab zweier portugiesischer Soldaten, die während des Ersten Weltkrieges im Kampf getötet wurden. Das andere Kloster ist das Kloster Alfons V, kleiner als das vorherige, und das auf zwei Ebenen mehrere Abhängigkeiten wie Schlafzimmer, Krankenschwester, Notariat, Buchhandlung, Lager, Schatz, Holzlager und Presse von Wein und Öl präsentierte. In diesem Kloster, in der alten Küche, haben wir heute ein Museum, das den portugiesischen Soldaten gewidmet ist, wo Helme, Auszeichnungen, Trophäen aus dem Ersten Weltkrieg und Dokumente ausgestellt werden. Wir verlassen das Kloster, um einen der einzigartigen Orte des Ensembles zu besuchen, die sogenannten unvollendete Kapellen. Als Pantheon von Edward I. wurden sie in seiner Herrschaft eingeleitet und mit dem von John III. Unterbrochen, und enthält in offenem Himmel die Gräber von Eduardo I., Leonor, und der Infante John, Sohn von Alfonso V. In dieser Kapelle stehen vor allem ihre großen Bogen und das schön eingerichtete Eingangsportal im Manuelstil. Und an diesem einzigartigen Ort, unvollendet, aber kostbar, beenden wir unseren Besuch im imposanten Kloster und folgen unserem Besuch in der nördlichen Hälfte Portugals, wo es nur noch wenige Urlaubstage gibt.